Hallo, liebe Zuschauer von Messe Live TV und Digitalfernsehen TV. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf der IFA 2011 hier in Berlin beim Thema Weiße Ware. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast zu uns geholt, den wir Ihnen gern vorstellen möchten. Und zwar ist das Sternekoch und Fernsehstar Johann Lafer. Grüße Sie. Herr Lafer, meine erste Frage. Sind Sie denn heute mit Ihrem Helikopter angereist und haben den dann draußen auf dem Parkplatz abgestellt? Das hätte ich gerne gemacht, aber ich glaube, die Messeleitung hätte etwas dagegen gehabt. Nein, ich bin ganz normal angereist hier nach Berlin. Freue mich sehr, weil ich war ja früher, habe ja zeitlang hier gewohnt und war früher mal eigentlich hier als Konsument, weil ich mich sehr für Technik interessiere. Und dass ich jetzt mal selber hier stehe, finde ich was Besonderes. Wir freuen uns auch sehr, dass wir Sie hier haben. Und für liebe Zuschauer, falls Sie es noch nicht wussten, der Herr Lafer besitzt nämlich auch einen Helikopterflugschein. Heute ist er allerdings in seiner Funktion als Sternekoch bei uns und möchte uns die neueste Innovation der Firma Kenwood vorstellen, den Treeblade Stabmixer, den er zusammen mit den Entwicklern der Firma produziert, entwickelt und mitbegleitet hat. Herr Lafer, meine erste Frage, was ist denn die neueste Innovation Ihrer Edition des Treeblade Stabmixers im Gegensatz zur vorherigen Version? Also zunächst mal fängt es damit an, dass dieser Mixer vollkommen aus Metall ist, das heißt also im Klartext, dieser Mixer hat eine extrem robuste Eigenschaft. Ja. So, sehen Sie hier, man steckt das zusammen, man hat also hier das Metallgehäuse, hier vorne den Metallmixstab. Das kann man dann problemlos abnehmen und so in die Spülmaschine stecken, aber viel wichtiger ist das System als solches. Triplate oder Triplate, wie man sagt, heißt schon mal Folgendes, hier sind drei Messer, die auf einer unterschiedlichen Höhe angeordnet sind. Und wenn ich jetzt etwas mixe, dann schneidet dieses Messer auf drei Ebenen mein Produkt also durch in rasanter Geschwindigkeit. Und das Zweite ist, dass also hier in diesem Behälter so Querrillen sind. Dadurch kann das Produkt nicht entweichen. Und ich erziele damit ein Ergebnis, dass ich bin 50% schneller als bei anderen Mixern, dass dieses alles so fein gemixt wird. Ja, also es ist ein extrem, ja, wie soll ich sagen, schnelles Mixen in Verbindung mit der Maschine, die 700 Watt hat. Und 700 Watt für einen Mixer, ich weiß nicht, ob das alle Zuschauer wissen, eine Bohrmaschine hat auch 700 Watt. Also ich glaube, da kann man schon verstehen, dass da extrem was weitergeht. Das ist wirklich eine beeindruckende Zahl, 700 Watt. Inwieweit ist die denn in einem Privathaushalt dann überhaupt auszunutzen? Fliegen einem dann die Kartoffelstückchen nicht nur so um die Ohren? Das ist auch eine gute Frage, mit Sicherheit, weil man soll ja nicht Geld ausgeben für was man gar nicht braucht. Man hat hier hinten also 5 Stufen, wo man das Gerät also unterschiedlich einstellen kann, von 1 bis zur Stufe 5. Das heißt also im Klartext, hier sehe ich also dann, dass ich zwar Kraft habe, aber ich die Geschwindigkeit regulieren kann. Und Kraft und Geschwindigkeit zusammen kann ich also steuern. Und deswegen habe ich natürlich das dann ein perfektes Mixergebnis. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Eiswürfel mixen würde, dann habe ich sehr viel Kraft. Mit kurzer Geschwindigkeit bekomme ich ganz exakte große Eiswürfel. Und das, was noch wichtig ist auch, hier ist so ein Spiralkabel dabei. Also das spannt immer, wenn ich hier irgendwo einstecke, dann fällt es nicht in die Suppe oder auf dem Herd. Das ist, glaube ich, ganz von Vorteil. Das ist ja super praktisch. Wir haben überall festgestellt, auf der Messe, egal wo wir hinkommen, das Thema Lifestyle ist in der weißen Ware mittlerweile mehr als nur angekommen. Ich weiß von Ihnen, dass Sie sehr viel Wert auf gesunde, frische Küche legen, auch den jungen Menschen schon ein Bewusstsein für gesunde Lebensmittel mitzugeben. Glauben Sie denn, dass sogenannte lifestyleige Küchenmaschinen wie der Triplate Stabmixer auch mit dazu beitragen können, die Lust am eigenen Kochen wieder ein bisschen zu steigern? Also ich sag's aus eigener Erfahrung und sicherlich auch aufgrund meiner Kochschule. Junge Menschen verbinden heute moderne Kommunikation, Technik, aber auch, ich sage jetzt mal, hochwertige Geräte mit Lust am Kochen. Also man guckt auf dem iPad sein Rezept, man mixt mit einem richtig guten Mixer seine Suppe, weil die auch funktioniert und sonstiges. Also ich glaube, das ist heute nicht mehr trennbar. Und ich denke, wenn wir es schaffen als Köche auch, das ganze Thema etwas lifestyleiger machen, etwas mehr mit Spaß versehen, aber auch gleichzeitig hochwertigste Produkte einsetzen, ich glaube, dann schaffen wir es auch Kochen insgesamt in der Bevölkerung besser zu etablieren. Das würde ich mir persönlich sehr wünschen. Herr Lafer, vielen Dank für das Interview. Wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Messe und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg bei Ihrer Veranstaltung am nächsten Dienstagabend, dem 6.9. Ein Herzensprojekt von Ihnen, wie ich gelesen habe, die Einrichtung einer neuen Schulmensa für das Gymnasium in Bad Kreuznach, wofür Sie sich einsetzen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen? Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren mich ehrenamtlich engagiert für das Thema
Geschmackstage, Kochen in Schulen und darüber hinaus mit Herrn Seehofer, mit Frau Aigner und so weiter und so fort. Auch hier auf der Grünen Woche war ich mehrmals und habe mich dafür wirklich bemüht, damit da was weitergeht. Ich habe aber festgestellt, dass einfach, es ist sehr viel Theorie und wir brauchen jetzt endlich mal Fakten, wir brauchen jetzt endlich mal Beispiele. Und ich habe überlegt, ja, wie kann man das machen? Man muss dann selber mal das ganze Konzept in die Hand nehmen. Es ist mir dann gelungen, mit dem Land Rheinland-Pfalz, mit dem Kreis Bad Kreuznach eben jetzt das Geld zu bekommen, eine neue Schulmensa zu bauen. Und um das Ganze auch wirklich finanzieren zu können, habe ich eben viele bekannte Menschen gefragt und dann auch die Scorpions, mit denen ich ja sehr gut bekannt oder befreundet bin. Die haben gesagt, okay, Johann, wir helfen dir dabei, wir machen da was. Und jetzt am Dienstag gibt es ein Konzert und das Geld, was die Leute dafür Eintritt bezahlen, das verwenden wir, um einfach dann auch schon ein bisschen Geld zu haben, um das Projekt finanzieren zu können. Dann wünsche ich Ihnen maximale Erfolge für dieses Projekt. Das ist eine tolle Sache. Und zunächst natürlich noch eine schöne IFA. Vielen Dank. Ihnen auch. Schöne Zeit noch. Danke. Dankeschön. Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben in die neue Welt des Kochens, in die Welt der lifestyligen weißen Ware und konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben der IFA 2011 mit Herrn Johann Lafer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.